Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei den Sims 4. Ich bin Xali und weiter geht es und der liebe Dorian muss irgendwie extrem dringend aufs Klo. Und wir haben in der letzten Folge mal so ein bisschen unsere Küche aufgemotzt. Ihr seht, dass die schönen Küchencounter haben wir bekommen, weil er eine Karriere in der Küche verfolgt und einen neuen Herd gekauft und den teuersten Kühlschrank, den wir uns gerade leisten können. Und ja, Dorian hat es gerade noch aufs Klo geschafft. Kochtechniken recherchieren. Aha. Das ist ja cool. Web nach neuen Rezeptideen suchen. Sehr schön, machen wir doch gleich. Und Dorian hat heute frei und morgen auch. Das heißt, wir haben wirklich mal Zeit, uns so ein bisschen damit zu beschäftigen, unsere Fertigkeiten zu verbessern. Und ja, das sollte er vielleicht dann auch mal weglegen. Und danach wäre es eigentlich keine schlechte Idee, das ausgezeichnete Grillkäse-Sandwich herzustellen, weil das brauche ich, um in meiner Karriere nach oben zu steigen. Wunderbar. Was brauche ich sonst noch? Essen zubereiten, Tagesaufgabe. Aber jetzt erstmal nach neuen Rezeptideen suchen, weil als Caterer braucht man das ja auf jeden Fall. Und nachher müssen wir dann... Fieser Kühlschrank, hallo? Ich habe keinen fiesen Kühlschrank. Das kann jetzt nicht sein. Ich habe den ersetzt. Ich habe den teuersten Kühlschrank. Extra wegen dir habe ich jetzt nur noch 100 Simoleons. Oh, Dorian. Ah, jetzt geht's ihm besser. Jetzt ist er inspiriert zum Kochen. Sehr gut. Wunderbar. Das DLT-Sandwich mit Pommes kommt erstmal in den tollen neuen Kühlschrank. Und jetzt kochen wir. Ist das denn unser Telefon? Klingelt das? Ah ne, da draußen steht einer und ruft irgendwen an. Okay, ich denke mal, das ist mein Telefon, das klingelt. Aber nein. Er flambiert da was. Und wenn das ausgezeichnet wird, dann wird uns das gleich richtig weiterhelfen. Und es sieht auch so aus, als würden wir gleich einen neuen Skill bekommen. Level 5 der Kochfähigkeit erreicht. Dorian hat das Rezept für arme Ritter und Fisch und Chips gelernt. Außerdem hat er die Feinschmecker-Kochfähigkeit freigeschaltet und erhält beim Kochen die Stimmung kompetenter Koch. Super. Finde ich gut. Eigentlich könntest du das auch in den Kühlschrank packen. Und dann noch eine Mahlzeit kochen. Kochen wir halt noch was. Kochen. Was können wir denn hier Neues? Tomaten könnten wir auch selber Tomaten könnten wir, glaube ich, auch selber ziehen. Ah, guck mal, Schwarz-Weiß-Gebäck. Ah, aber so süße Sachen ist, glaube ich, nicht so gut. Wir sollten auf jeden Fall was Gesundes kochen. Hier, Fish and Chips ist eigentlich nicht schlecht. Ah, kann ich nicht? Ah doch, Einzelportion. Familiengröße. Gut, oh, 69 Simoleons. Ich glaube, wir werden total ohne Geld sein. Aber Gott sei Dank verdient die liebe Xali ja auch was. Yeah, er ist ja schon voll cool drauf. Wahnsinn. Nice. Er ist voll der Ober-Superkoch. Liebe Xali kann gar nicht kochen. Das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Das sieht wirklich cool aus, wenn er das so super kompetent macht. Nice. Und ausgezeichnet. Fisch und Chips. Wunderbar. Essen zu bereiten. Auch abgeschlossen. Und das kommt auch in den Kühlschrank. Ah, wir wollen eine Staffelei malen. Warum nicht? Vielleicht auch ein Getränk zubereiten. Saft on the rocks. Hähnchenflügel.de. Was zur Hölle ist das denn? Und danach können wir mal ein bisschen malen.
Oh Gott, nein, ich habe nur noch 4 Simoleons. Ich sollte vielleicht keine Sachen machen, die Geld kosten. Oh, die liebe Bella ist da. Ja, komm rein. Ach, Gott sei Dank, die 50 Simoleons haben wir wiederbekommen. Er macht gerade ein paar Getränke. So. Wunderbar. Komm, die Bella. Die ist auch wirklich die Einzige, die immer dauernd vorbeikommt. Der Dean war jetzt auch schon länger nicht da, aber die Sally ist ja auch dauernd bei der Arbeit. Nur ich hoffe, dir dann auch bald mal frei. So, und ich bin noch im Pyjama, aber es ist dir ja hoffentlich egal. Vielleicht sollte ich mal mein Outfit ändern. Partyklamotten. Wäre eigentlich eine gute Idee. Ja, nice. So, liebe Bella, wie geht's dir? Dabawis Farbo Waname. Hast du vielleicht ein Gespenst gesehen letztens? Oder doch Ilan. nicht? Ja, ich habe es geliefert. Ich bin professionelle Gespenstlieferungsexpertin. Ja, Flobabnor. Larkin Flova? Yeah, Flazit. Smile. Oh, Zappelnor. Ah, die liebe Xali kommt nach Hause. Oh Gott, diese Bluse sieht so scheiße aus. Drei Bücher schreiben, Wahnsinn. Und die Xali ist fertig. So, dann würde ich sagen, gehst du jetzt erstmal kurz aufs Klo. Kann nie schaden. Und dann kannst du dir was zu essen nehmen. Ein Gericht nehmen. Sehr gut. Und du solltest dich eigentlich auch umziehen. Siehst ja schrecklich aus. Wie sieht denn das jetzt aus? Ah, ich habe morgen auch frei. Na, ein Party-Outfit. Diese Bluse sieht wirklich furchtbar aus. So, mit zwei Sims ist man dann schon irgendwie ganz schön auf Trab. Über Lieblingsrezepte reden. Freundlich sein. Kennenlernen. Freundlich sein. Bitten einzuziehen? Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Über Interessen reden. Über Getränkezubereitung reden. Ah, Dorian kann anderen Sims jetzt den Tag verschönern. Charisma Nummer 2 erreicht. Sehr schön. Man muss nur genug machen. Einen Witz über Vampire erzählen. Klopf, klopf, Fitz. Und er ist jetzt die ganze Zeit am Zocken und verhält sich währenddessen mit ihr. Fragen, ob sie Single ist. Und die Sally, was machst du? Ah, sie hat sich erstmal ihr Party-Outfit angezogen. Und ja, ihr geht's eigentlich ganz gut. Oh, Doria hat erfahren. Warum bist du gelangweilt? So langweilig, ein bisschen tanzen. Hey, ruf doch Dean an. Einladen, ihr habt's eng. Lieber Dean. Huch, wo ist denn Dean? Geht das nicht? Arbeitet der gerade? Oh. Das ist ja blöd. Es ist doch erst 18.43 Uhr. Wir könnten ja eigentlich auch mal ein Mädel einladen. Die Sandy Palm. Warum nicht die Sandy? Wir brauchen ja auch mal ein paar Freunde. Hallo, liebe Sandy. Magst du vorbeikommen? Sandy wird gleich da sein. Oh, da ist die, 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 die. Herein, bitte. Er stand schon vor der Tür. Er stand schon vor der Tür. Und dich auch, liebe Sandy. Komm hinein. Oh Gott, und er war schon hier. Kommt alle rein. So, Idee für Geschichte anpreisen. Komm rein, liebe Sandy. Und jetzt könnte ja eigentlich der liebe Dean mal an der Bar arbeiten. Der liebe
Oh, er ist gerade baden gewesen. Der liebe Dorian. So. Und natürlich setzt sich der liebe. Ach nein, Dean trinkt erstmal was. Hallo, Süße. Er freut sich natürlich jetzt erstmal. Eine lustige Aktivität vorschlagen. Oh, Sandy ist gemein. Und böse. Okay, die möchte ich nicht kennenlernen. So, kann ich dir ein Getränk anbieten? Er arbeitet an der Bar? Okay, du musst nicht an der Bar arbeiten. Oh nein, warum ist sie denn beschämt? Oh, du dumme Kuh, Sandy, hau ab! Sandy, hau ab. Und Dean ist beschämt. Oh. Bella und Dorian sind soeben beste Freunde geworden. Super, aber ich glaube, diese dumme Kuh muss ich jetzt erstmal. Die muss jetzt erstmal gehen. Die wird jetzt erstmal angebrüllt. Oh, ihm geht's auch nicht gut. Was? Oh nein! Die vergiftet hier die ganze. Zurechtweisen. Nein, Dean! Warum beleidigst du mich? Aber warum redet sie denn mit ihm so negativ? Sollte doch gar nicht. Sie soll mit der Rollen. Das gefällt mir gar nicht gut. Oh, das war gemein. Wüten und proben. Andeuten Mutter sei ein Lama. Okay, oh nein, jetzt hat die den Computer kaputt gemacht. Jetzt geh erstmal. Hau ab. Hau ab, Sandy, du bist doof. Du machst nur Blödsinn. Du musst jetzt weitergehen. Liebe Sandy, du musst abhauen. Du bist hier nicht willkommen. Überhaupt nicht. Liebe Dean. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So. Ist jetzt wieder alles gut? Dean ist wieder glücklich? Sehr gut. Vielleicht könnte ja der liebe Dorian mal den Computer reparieren. Das wäre eigentlich ganz gut. Sally, ab da. Weg da von dir. Weg da. Steh auf. Du kannst auch sowieso nichts an dem Computer machen, wenn du da sitzt. So, weg da. So, jetzt kann der Dorian den reparieren und du kannst dich hier unterhalten. Wunderbar. Und Dorian hat schon wieder keinen Bock mehr. Na, oh. Sally, weg da, hier hin. Hier hingehen. Aufstehen. Hier hingehen. Hier hingehen. Zusammen hier hingehen. So, jetzt funktioniert das. Wunderbar. Jetzt können wir ihn den Tag verschönern. Er ist irgendwie trotzdem jetzt nicht mehr so happy mit mir. Bewunderung ausdrücken, vielleicht ein bisschen romantisch sein, ein Baby machen. Finde ich, ist auch noch nicht die richtige Zeit dazu. Lieber Dean, möchtest du nicht hierbleiben und das Monster jagen? Lieber aufgeben? Oh. So, Sally. Oh, jetzt kriege ich erstmal eine Massage. Sehr gut. Sehr gut. Was kann ich denn hier noch machen?
Also ein Geek ist er, glaube ich, auch. Und ich kann ihn auch einladen, über Nacht zu bleiben. Ja, es ist das zweite Date. Eigentlich nicht. Ein bisschen anmachen können wir ihn noch. Dorian! Hast du Hunger? Er spült das Geschirr. Unglaublich. Wow, guck mal, was wir an Geld verdient haben hier. Super. Ich bin eigentlich ganz happy jetzt gerade. Hier, die kleine WG funktioniert wunderbar. Nur, oh, Dean muss gehen. Och je. Na gut, dann würde ich sagen, ist es an der Zeit. Wie sieht es denn aus? Wir können uns eigentlich auch mal ein bisschen unterhalten. Wir sind eigentlich dafür, dass wir Geschwister sind, gar nicht wirklich gut genug befreundet. Da sollten wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr uns noch unterhalten. So, ein Insider-Witz. Polizisten-Witz. Super. Jetzt kennen wir doch schon ganz schön viele Sims. Ich bin auch dafür, dass wir demnächst mal eine Party schmeißen. So, da draußen joggt jemand um 23.43 Uhr durch die Gegend. Auch nicht schlecht. Ein bisschen spät eher. So, Sally ist eigentlich super gut gelaunt. Sie möchte tanzen und sie möchte mit Dorian rumalbern. Das ist es, der Sozialaktion lustig. Gibt's aber gar nicht. Okay, lustig. Jemanden parodieren. Roboterinvasion beschreiben. Auch keine schlechte Idee. Aha, jetzt bin ich verspielt. Nein. Verrückt anfunkeln. Und dann kamen die Aliens und haben aus dem Sternzeichen des Hasen. Ach du Scheiße. Im Müll spielen? Nein. Klick auf Müll. Okay. Super, das machen wir jetzt. Wunderbar. Wir spülen im Müll. Wir müllen im Spiel. Nein, wir spielen im Müll. Ich habe sowieso gemerkt, dass wir irgendwie keine Mülltonne haben. Kann das sein? Level 3 in Comedy. Das ist doch cool. Und jetzt kann ich im Müll spielen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Jemanden verrückt anfunkeln? Nein, alles wegwerfen. Wegwerfen. Super. Ich glaube, mein Müll ist langsam ganz schön voll. Sally braucht eine Mülltonne, um den Müll nach draußen zu bringen. Puh, ganz schön müde bin ich jetzt. Ab ins Bett, würde ich danach sagen. Und der liebe Dorian ist ganz schön verspielt, aber ich glaube, der muss jetzt auch langsam ins Bett. Oh, cool, ich kann das jetzt verbessern. Überragende Spülung hinzufügen. Das ist wahrscheinlich, weil ich hier so viel repariert habe. Kann ich jetzt besonders coole Sachen machen. Oh, ich werde besser beim aufs Klo gehen? Oder was bedeutet das? Ich bin nicht ganz sicher, was das jetzt bedeutet. Vielleicht ist es auch ein Bug. Oh Gott, ich brauche eine Mülltonne. Kann ich hier nicht irgendwo eine Mülltonne? Tonne auf Rädern. Ja. Plastiktonne, Mülltonne. Sind die auch für drin? Auch für draußen, meine ich? Ich glaube... So passt das ganz gut. Jetzt Müll leeren. Ja, super. Das ist ja ekelhaft. Der ist ja total voll.
Das machen wir mal lieber schnell. Oh nein, und jetzt ist das Waschbecken schon wieder kaputt. Also es gibt immer was zu tun. So viel ist mal sicher. Nein, wir reparieren das. Aber da wir jetzt eigentlich wieder ein bisschen Geld haben, können wir dann ja auch bald mal ein neues Waschbecken und eine neue Dusche kaufen, die irgendwie auch ein bisschen cooler sind. Ich glaube, ich muss mal abspeichern. Sonst wird mir das hier wahrscheinlich alles gleich wieder kaputt gehen. Vielleicht möchte er auch im Wasser spielen. Geht das auch? Ja, planschen kann er da im Wasser. Aber ich glaube, er muss sich hier lieber ernsteren Sachen zuwenden und das mal reparieren. Weil er ist ja schon wirklich ganz gut darin geworden, eigentlich. In der Geschicklichkeit von Level 2. Mixen auch Level 2. Super. Karrieretechnisch sieht eigentlich auch alles ganz gut aus. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem lieben Dorian. Aber er braucht ganz schön lange. Repariere. Immerhin können wir uns jetzt wieder unseren Hausmann leisten. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge, gerade als da kein Geld mehr vorhanden war. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall wieder besser aus. So, ich habe einen Teil für Sanitäranlage gefunden und kann jetzt hier noch den Müll durchsuchen. Den Rest kann ich dann nachher wegschmeißen. Gut. Wegwerfen. Und eigentlich bin ich mit allem ganz gut unterwegs, bis auf Energie. Ah, schwarz-weißer Kuchen. Jetzt kann ich so richtig Gourmet-Sachen zubereiten. Das ist ja cool. Vielleicht kann ich aber auch im Garten irgendwie mal anfangen, was zu pflanzen. Das finde ich eigentlich eine bessere Idee. Gut, ich würde aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Fangen wir an mit Dorian, unseren Garten zu bepflanzen. Da er ja. Ah, nein, er muss ja schon wieder um 15 Uhr zur Arbeit. Nein, aber vorher sollte sich das eigentlich noch ausgehen. Aber jetzt geht Dorian erstmal ins Bett und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.